Jetzt in Kripo Live. Raub und Diebstahl im Erzgebirge. Drei Taten in kurzer Zeit, jedes Mal verübt von einem Verbrecherduo auf einem Motorrad. Sind es immer dieselben Täter? In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Guten Abend, meine Damen und Herren. Kripo Live in neuer Optik, aber ansonsten vertraut mit aktuellen Fällen, die mit Ihrer Hilfe aufgeklärt werden sollen. Es scheint immer das gleiche Gangsterduo zu sein, das im Westerzgebirge Ladenkassen plündert. Über zwei Fälle hat Kripo Live schon berichtet. Das Besondere, beide Male kamen die Täter auf einem Motorrad. Jetzt gibt es eine dritte Tat nach dem gleichen Muster. Seit Juni 2020 sucht die Polizei Zwickau nach zwei Motorradfahrern. Dreimal sollen sie Bargeld aus Ladenkassen gestohlen haben. Die jüngste Tat geschah am 23. Juli in diesem Nettomarkt in Hartenstein, der bei laufendem Betrieb gerade umgebaut wird. Kurz vor Ladenschluss hält ein mit zwei Personen besetztes Motorrad vor der Filiale. Die Täter sind im Markt direkt zum Kassenbereich gegangen. Einer der Täter hat dort mit einer Brechstange die Kasse aufgehebelt und den Kasseneinschub entnommen. Der andere Täter stand etwas dahinter und hat den Kassenbereich und den Eingangsbereich des Marktes beobachtet. Dort wurde er auch von einer Angestellten gesehen. Den Diebstahl konnte die Angestellte aber nicht mehr verhindern. Die Unbekannten flüchten mit ca. 1000 Euro Beute über die Baustelle in der Lichtensteiner Straße in Richtung Tschocken. Nach dem gleichen Muster wie in Hartenstein wurden schon zwei weitere Taten begangen. Jedes Mal berichten Zeugen von einem Duo auf einem Motorrad. Die Polizei prüft jetzt, ob es sich um eine Serie handelt. Bei allen drei Taten wurde gleich vorgegangen. Das heißt, die Täter betraten den Laden kurz vor Ladenschluss, haben die Kasse aufgehebelt und sind dann mit einem Motorrad schnell geflohen. Und die Täter wurden auch ähnlich beschrieben und auch das Motorrad, mit dem sie geflohen sind, wurde in allen drei Fällen ähnlich beschrieben. Kripo Live hat über die beiden zuvor begangenen Taten berichtet. Schauplatz des ersten Falls, Mülsen bei Zwickau. Am dortigen Pennymarkt fährt am 10. Juni 2020 kurz vor 20 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Motorrad auf den Parkplatz. Kunden sind nicht mehr im Laden. Als die Motorradfahrer den Markt betreten, wischt gerade eine Reinigungskraft den Eingangsbereich. Eine der Personen bedroht die 65-Jährige mit einer Waffe. Die Frau hat Todesangst. Der Komplize hebelt die Kasse auf und zieht die Schublade mit dem Geld heraus. Zwei Verkäuferinnen im hinteren Bereich des Ladens können das Geschehen weder sehen noch hören. Die Täter fliehen mit dem Kasseneinschub mit mehreren hundert Euro auf ihrem Motorrad. Unmittelbar bevor die beiden Täter den Laden betreten haben, ist der letzte Kunde bedient worden. Deswegen war auch die Kasse noch praktisch in Arbeitsbereitschaft. Weil auch wenn mit Ladenschluss ein Kunde kommt, wird er sicherlich nicht abgewiesen, sondern noch bedient. Deswegen haben die Täter praktisch in Anführungszeichen leichtes Spiel gehabt, indem eben eine Kasse vorhanden war. Kurz nachdem über den Raub in der Presse berichtet wurde, geht bei der Polizei ein Hinweis ein. Sind die Täter vielleicht sofort nach dem Raub in Richtung Bahnhof Ortmannsdorf gefahren? Der liegt 4,5 Kilometer vom Pennymarkt entfernt. Der Zeugenhinweis eines Pärchens deutet darauf hin. Die beiden saßen etwa 10 Minuten nach der Tat vor dem alten Bahnhof in Ortmannsdorf, als ihnen ein Motorrad mit zwei Personen auffiel. Hinten saß eine Frau, deren blonde Haare unter dem Helm hervorschauten. War also vielleicht eine Frau an der Tat beteiligt? Die Zeugenaussagen zu dem Fall mit den blonden Haaren, die liegen natürlich vor. Bei den anderen beiden Fällen haben wir da keine konkreten Hinweise drauf. Das heißt, es könnte sein, dass eine Frau mit unter den beiden Tätern ist, aber es könnten auch zwei Männer gewesen sein. Auch beim zweiten Fall, einem Raub in Oberlungwitz, ist bisher nicht klar, ob die Täter eine Frau und ein Mann oder zwei Männer waren. Am 16. Juni 2020 hält ein mit zwei Personen besetztes Motorrad neben dem Gebäude der HEM-Tankstelle am Sachsenring.
Als kein Kunde mehr auf dem Gelände ist, betreten sie den Laden. Einer der Unbekannten bedroht die Verkäuferin. Der andere öffnet die Kasse und steckt mehrere hundert Euro ein. Auf ihrer Maschine fliehen die Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahl in Hartenstein ist nun der dritte ähnliche Fall. Alle drei Taten haben die unbekannten Motorradfahrer gut vorbereitet. Deshalb brauchten sie vor Ort jeweils nur Sekunden, um die Kassen aufzubrechen und das Geld zu stehlen. Die drei Tatorte waren nicht weit auseinanderliegend, sodass wir davon ausgehen, dass die Täter schon hier aus der Region stammen und sich hier auch entsprechend auskannten und Ortskenntnis hatten, was die einzelnen Märkte betrifft und auch was die möglichen Fluchtwege betrifft. Das räuberische Duo. Womöglich ist es nach wie vor unterwegs. Die Polizei will es stoppen und bittet um Hinweise zu den drei Fällen. Die Täter sind etwa 1,75 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Mindestens einer davon ist ein Mann. Beide Täter waren jeweils dunkel bekleidet, eventuell in Motorradkleidung, und trugen dunkle Helme. Das Motorrad wurde jeweils als dunkle Supermoto-Maschine mit hellen Applikationen beschrieben. Die Polizei sucht auch nach den Kasseneinschüben. Die waren in allen Fällen identisch und wurden bisher nicht gefunden. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Zwickau, Telefon 0375 428 4480. Zu einem Verbrechen, das in diesen Tagen vor 25 Jahren geschah, aber bis heute ungesühnt ist. 1995 wird Heike Rimbach grausam auf einem Dachboden in Lütgenrode im Harz umgebracht. Ihre Eltern geben die Hoffnung auf Gerechtigkeit nicht auf. Unterstützt werden sie von einem pensionierten Kriminalbeamten. Heike Rimbach. Zwischen dem 28. und dem 29. August 1995 wird die junge Frau ermordet. Sie wird nur 19 Jahre alt. Generell ist der Nachweis, dass jemand die Tat begangen hat, immer möglich. Wichtig ist, dass wir Spuren haben, dass wir Sachbeweise haben, dass wir DNA finden. Lütgenrode, Landkreis Harz. Erst wenige Wochen zuvor ist die Familie Rimbach in das 400-Seelendorf an der früheren deutsch-deutschen Grenze gezogen. Heike, ihre beiden jüngeren Brüder und ihre Eltern. Heike macht eine Ausbildung in einer Metzgerei. Heike ist eine junge, lebenslustige Frau gewesen. 19 Jahre alt ist sie geworden, frisch verliebt, eigentlich von allen Menschen doch auch anerkannt und akzeptiert. Ich habe mit ihrem Chef telefoniert, der sagte, er konnte sich keine bessere Angestellte, kein freundlicheres Mädchen vorstellen, eigentlich auf einer gewissen Weise ruhig, aber immer stets da, unauffällig, zuverlässig, also voll des Lobes. Der pensionierte Kriminalbeamte Axel Petermann leitete viele Jahre die operative Fallanalyse im LKA Bremen. Er hat die Ermittlungsakten im Fall Heike Rimbach studiert. Am 28. August 1995 hat die 19-Jährige frei. Sie kann ausschlafen. Heike war leicht bekleidet. Sie trug das, als sie gefunden wurde, mit dem sie geschlafen hatte. Es hat einen Streit gegeben. Es ist eine Glasschale mit Wasser und Schwimmkerzen zu Bruch gegangen. Es sind Dinge vom Tisch gerissen worden. Der Täter schlägt und würgt die junge Frau. Er schleift sie die Treppe zum Dachboden hinauf. Dort schlägt er ihr mit einem Eisenhaken auf den Kopf. Mit einem Messer sticht er über 30 Mal auf sie ein. Schließlich erhängt er sie. Der Täter hat nicht geplant. Er hat das genommen, was er dort fand. Und er hat ja Versuche unternommen, dass sie auch wirklich stirbt. Mir kommt es so vor, als sei er gar nicht so richtig in der Lage gewesen, obwohl er es vorhat, das auch umzusetzen, sie auch zu töten. Einen Menschen zu töten ist schwierig. Man stellt sich das immer so einfach vor, weil man die Filme kennt, weil man die Tatorte kennt. Da reicht ein Schlag ins Gesicht oder auf den Kopf und der Mensch stirbt. Aber der Mensch stirbt nicht so leicht. Wer hat Heike Rimbach getötet?
Diese Frage treibt die Ermittler um. Sehr früh geraten auch die Brüder und der Vater ins Visier der Polizei. Selbst Heike Rimbachs Mutter Maria wird verdächtigt, ihre Tochter getötet zu haben. Ich war auch tatverdächtig, 8 Monate lang, offiziell. Das war für mich sowieso von Anfang an ausgeschlossen. Weil jeder war an diesem Tag da, wo er sonst auch immer war. Und jeder kam zu dieser Zeit nach Hause, wo er auch immer nach Hause kam. Da gab es für mich nie irgendwelche Zweifel, dass meine Söhne oder mein Mann, hat sie gefunden. Mein Mann ist zwar klein, aber ein harter Kerl. Er hat sein Leben lang geschuftet, aber ich habe meinen Mann diesen Tag. Dieses Bild kriege ich nie wieder aus den Augen. Er auf dieser Treppe saß und sagte, er ist tot. Axel Petermann hat sich mit der Hypothese, dass die Familie in die Tat verwickelt sein könnte, ebenfalls beschäftigt. Der Profiler schließt dies heute allerdings aus. Ich denke, das ist ein relativ junger Mensch, der im Alter zu Heike Rimbach passte, der ihr mal nahe gestanden hat oder der enttäuscht von ihr gewesen sein könnte, weil es eine Entscheidung gegeben hat, die ihm nicht gefiel. Es könnte eine Trennungssituation gewesen sein. Und es ist jemand, der sich nicht in, der seine Gefühle, seine Emotionen nicht zügeln kann. In den Akten fand Petermann interessante Hinweise. Etwa zum Knoten in dem Hanfseil, das der Täter verwendet hat, um Heike aufzuhängen. Ein ganz normaler doppelter Haushaltsknoten. Petermanns Ansatz: Im Stress wendet der Mensch routiniertes Verhalten an. Abläufe, die er ohne nachzudenken abrufen kann. Es kann eher darauf Hinweis geben, dass der Mann nicht gewohnt ist, dass der Täter nicht gewohnt ist, Knoten zu binden, weil er einen anderen Beruf hat oder weil er nicht ein bestimmtes Hobby hat. Also das ist ja als Ausschlusskriterium auch nicht schlecht. Seit fast 25 Jahren ist der Mord an Heike Rimbach ungeklärt. Aber auch nach dieser langen Zeit hofft ihre Mutter Maria, dass der Täter gefunden wird. Ich kann ja nicht nur 24 Stunden am Tag heulen, das hilft mir auch nichts mehr. Aber das Einzige, was ich noch tun kann, dafür sorgen, dass der endlich dahin kommt, wohin gehört. Und endlich zugibt, was er angerichtet hat. Wir haben mit der zuständigen Staatsanwältin aus Halberstadt telefoniert. Derzeit gibt es keine Ermittlungsansätze. Doch sobald es neue gibt, werden die Ermittlungen im Mordfall Heike Rimbach wieder aufgenommen. Wegen der Corona-Pandemie sind zurzeit weniger Flugzeuge unterwegs. Dennoch hat der Zoll am Leipziger Flughafen alle Hände voll zu tun. Gerade erst konnten die Beamten 400 Luxusuhrenimitate aus Hongkong sicherstellen und so einen großen Fall von Markenpiraterie aufdecken. Im vergangenen Jahr hat das Zollamt allein am Flughafen Leipzig-Halle 500.000 Plagiate mit einem vorgetäuschten Wert von mehr als 100 Millionen Euro beschlagnahmt. Dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio Heike Wilsdorf. Sie ist Pressesprecherin des Hauptzollamtes Dresden. Guten Abend, herzlich willkommen, Frau Wilsdorf. Schönen guten Abend. Es scheint ja so, als würde der Handel mit Plagiaten und Fälschungen regelrecht boomen. Ja, das ist richtig. Die Nachfrage steigt immer. Viele Leute wollen unbedingt einen Markenartikel haben und kaufen den dann, obwohl sie eigentlich wissen, das kann kein Original sein. Jetzt haben Sie ja sehr häufige, gängige Plagiate und Fälschungen hier mitgebracht. Wenn ich jetzt als Urlauber so etwas kaufe, ob nun wissentlich, wie Sie sagen, oder unwissentlich, was droht mir denn, wenn ich so etwas einführe? Wenn Sie als Urlauber unterwegs sind, zum Beispiel in der Türkei, und Sie spüren oder Sie merken, ich habe meine Sonnenbrille vergessen, dann dürfen Sie dort natürlich auch solche Produkte einkaufen, ohne dass der Zoll einschreitet. Wenn Sie den Warenwert von 430 Euro, der Ihnen zusteht, nicht überschreiten, dann ist auch das in Ordnung. Aber wenn man natürlich davon 10 T-Shirts im Koffer hätte oder Rucksäcke, dann würden Sie sicherlich beim Zoll dort einschreiten. Ja, die Menge und der Umfang muss natürlich schon deutlich machen. Das ist für Sie persönlich, für Ihren Bedarf gedacht. Und Sie wollen nicht im Umkreis damit Handel treiben. Ja, offenbar werden im Ausland auch gern Arzneimittel gekauft. Was ist da als Reisender unbedingt zu beachten? Bei Arzneimitteln muss man wirklich vorsichtig sein. Es gibt Arzneimittel, die in Deutschland zum Beispiel dem Arzneimittelgesetz unterliegen, also auch rezeptpflichtig wären.
Viele Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate enthalten Wirkstoffe, die in Deutschland zum Beispiel unter das Anti-Doping-Gesetz fallen. Oder aber auch, es handelt sich um Fälschungen. Dann wird es natürlich ganz gefährlich. Mhm. Nun gibt es ja auch legale Mitbringsel, aber auch da gibt es zumindest finanzielle Grenzen. Können Sie da so eine Richtschnur geben? Ja, wenn man außerhalb der Europäischen Union unterwegs ist, dann muss man bedenken, dass man eine Freimenge gewährt bekommt von 430 Euro. Das heißt, für diesen Wert darf ich mir Gegenstände, Souvenire aus dem Ausland mitbringen. Es gibt auch Waren, die verbrauchsteuerrechtlichen Regelungen unterliegen, wie Tabak oder auch Alkohol. Mhm. Hier muss man aufpassen, dass es Sondergebiete gibt. Die Kanaren zum Beispiel oder auch Helgoland. Natürlich denkt man, das ist die Europäische Union, aber hier gelten spezielle Regelungen, über die man sich im Vorfeld natürlich informieren sollte. Welche Mitbringsel sind überhaupt verboten? Naja, natürlich sprechen wir hier von Waffen und auch von Rauschgift. Und bei Arzneimitteln, wie gesagt, muss man aufpassen. Und auch bei Waren und Produkten, die dem Washingtoner Artenschutzabkommen unterliegen. Ich denke da an Korallen, an Muscheln vom Strand und so weiter. Wir merken schon, Zollbestimmungen sind recht komplex, aber der Zoll hat eine App entwickelt. Was kann die für Urlauber leisten? Ja, das ist eine kostenlose App, die heißt Zoll und Reise. Und hier kann jeder Urlauber nachschauen, was darf ich denn aus meinem Urlaubsland wieder mit zurückbringen nach Deutschland? Oder aber auch, wie viele Eingangsabgaben, Zölle, Einfuhrumsatzsteuer müsste ich bezahlen bei der Einfuhr? Vielen Dank, Frau Wilsdorf. Sehr gerne. Und damit zu weiteren aktuellen Verhandlungen aus der Region Kripo-Live Kompakt. Mühlhausen. Dieser Mann wird wegen Diebstahls gesucht. Er betritt am Nachmittag des 18. Mai 2020 eine physiotherapeutische Praxis in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen. Der Unbekannte sieht sich im leeren Wartebereich der Praxis um. Hinter der Empfangstheke entdeckt er eine Geldbörse. Als er sich unbeobachtet glaubt, stiehlt er daraus mehrere hundert Euro. Erkennen Sie den Mann? Dann melden Sie sich bitte bei der Kripo Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601 4510. Leipzig. Am 1. Juli-Wochenende dieses Jahres brechen Unbekannte über das Dach in die Büroräume der Leipziger Stadtverkehrsbetriebe in der Jahnallee ein. Die Täter durchsuchen mehrere Schränke und stehlen zwei Laptops der Marke Hewlett Packard. Außerdem finden sie den Schlüssel zu einem Skoda Rapid und entwenden das Fahrzeug. Anwohner entdecken den Skoda am Morgen des 5. Juli am Straßenrand der Karl-Heine-Straße, etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt. Im Inneren des Wagens Reste eines entleerten Feuerlöschers. Wahrscheinlich wollten die Täter damit Spuren verwischen. Wer hat die Einbrecher am Tatort beobachtet? Wer hat den Skoda Rapid nach dem Diebstahl gesehen oder die Täter beim Abstellen des Autos bemerkt? Ihre Hinweise bitte an die Kripo Leipzig unter der Telefonnummer 0341 966 46666. Teure Baumaschinen stehen auch bei Dieben hoch im Kurs. Vor allem auf Baustellen in Autobahnnähe greifen die Täter häufig zu. Denn so sind sie mit ihrer Beute schnell auf und davon. Wie die Diebe dabei vorgehen, zeigt jetzt ein Überwachungsvideo von einer Baustelle in Thüringen. Hier am Erfurter Kreuz baut die Firma ECS eines der modernsten Betonfertigteilwerke in Europa. Das Areal ist komplett videoüberwacht. Am Morgen des 9. Juli gegen 4.10 Uhr fangen die Kameras diese Bilder ein. Drei Männer dringen durch eine Lücke im Zaun auf das Gelände der Baustelle vor. Offenbar spähen sie das Grundstück aus. Dann tragen sie mehrere Holzpaletten zusammen. Wozu wird sich später zeigen. Die Männer haben es auf zwei solche Rüttelplatten abgesehen. Die schweren Maschinen dienen auf Baustellen zur Bodenverdichtung. Ihr Neupreis ist beachtlich. Er liegt bei über 10.000 Euro.
Die Täter laden die zuvor eingesammelten Holzpaletten in einen Transporter und fahren mit ihm auf das Firmengelände. Ihr Ziel? Die Rückseite der Baucontainer. Denn dort sind die Rüttelplatten abgestellt. Aus den Paletten bauen die Diebe eine Treppe und wuchten darüber die über 500 Kilogramm schweren Maschinen in den Transporter. Dann verlassen sie mit ihrer Beute das Gewerbegebiet. Vermutlich fahren sie in Richtung Töreier Landstraße zur nahegelegenen A71. Für den Abtransport nutzen die Täter einen Mercedes-Sprinter, ähnlich diesem Modell. Enrico Gleichmer von der Baufirma Strabag bemerkt bei Arbeitsbeginn den Verlust der Maschinen. Die Paletten, die drei Stück, lagen hier in der Fahrt. Da haben wir uns früh gewundert, wie die da hinkommen. Die Rüttelplatte stand davor. Wahrscheinlich haben diese genutzt, um die Rüttelplatten da drauf zu ziehen und dann ins Auto zu ziehen. Gestohlen wurden eine Rüttelplatte vom Typ Bomag BPR 2550 und eine weitere vom Typ Wacker Neuson DPU 6555. Der Verlust der Maschinen sorgt für Probleme. Das ist natürlich erstmal früh mit Stress verbunden. Man muss was Neues organisieren, das herbringen lassen. Die Leute können ja nicht weiterarbeiten. Also es ist ja irgendwo auch eine Standzeit im Bauablauf, was man dann irgendwo wieder reinholen muss. Weil es sind ja auch alles enge Termine gesetzt, die wir einzuhalten haben. Und da ist natürlich sowas nicht gerade so gut. Die Thüringer Polizei muss sich immer wieder mit solchen Fällen befassen. Material und Maschinen, die von Baustellen verschwinden. Was mit solchen entwendeten Baumaschinen nach der Tat passiert, kann nicht genau gesagt werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten der Wege. Möglich wäre natürlich die Verbringung ins Ausland, aber auch der Einsatz oder die Weitergabe innerhalb von Deutschland. Also, wem ist in der Nacht vom 8. zum 9. Juli, von Mittwoch zu Donnerstag, im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz etwas aufgefallen? Wer kann Angaben zu den gestohlenen Rüttelplatten machen? Hat diese gesehen oder möglicherweise zum Kauf angeboten bekommen? Hinweise bitte an die Polizei in Ilmenau. Telefon 036 77 601 124. Ausländische EU-Führerscheine für deutsche Fahrsünder. Mit diesem Versprechen soll ein Mann viele Menschen betrogen haben. Seit Dezember 2019 steht er nun vor Gericht. Aufgedeckt wurde die kriminelle Masche durch MDR-Berichte. Kamerascheu scheint Rolf Herprechtsmeier nicht zu sein. Dabei hätte er allen Grund dazu. Schließlich soll er tausendfach dabei geholfen haben, dass Autofahrer, denen in Deutschland der Führerschein entzogen wurde, einen Ersatz im Ausland bekommen haben. Laut Staatsanwaltschaft gingen jedoch zahlreiche Kunden trotz geleisteter Zahlung leer aus. Ausschlaggebend für die Ermittlungen waren Berichte des MDR-Magazins Umschau. Michael Christ und Hendrik Waldmann haben ihren Führerschein wegen Alkohol und Drogen verloren. Ohne MPU geht da nichts in Deutschland. Anders hingegen in Tschechien. Dieses Hotel lebt von den deutschen Führerscheintouristen. Zweimal müssen sie anreisen, um mit Hilfe dieses Mannes wieder Auto fahren zu dürfen. Ein Geschäft, das er sich direkt bezahlen lässt. Die MDR-Journalisten finden auch heraus, dass sich der sogenannte Führerscheinkönig angebliche Geschäftssitze in Tschechien verschafft hatte. Die polizeilichen Ermittlungen bestätigen das. Man ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass diese tschechischen Geschäftssitze halt Scheinadressen sind, an denen tatsächlich keine Geschäftstätigkeit erfolgt ist, sondern tatsächlich die überwiegende Geschäftstätigkeit hier aus Deutschland heraus erfolgte. Rolf Herprechtsmeier bestreitet die Vorwürfe weitgehend. Er sei lediglich Dienstleister für Autofahrer gewesen. Doch die Schlinge zieht sich mit der Zeit immer weiter zu. Die ganze Geschichte um den mutmaßlichen Führerscheinbetrüger sehen Sie am Mittwoch um 21.15 Uhr in Kripo Live, Tätern auf der Spur. Zu den aktuellen Verhandlungen finden Sie Informationen und Telefonnummern wie gewohnt auf der Kripo Live Homepage und im MDR Text Seite 377. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Bis zum kommenden Sonntag. Guten Abend jetzt mit Sagenhaft.